Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Gar nichts, Kalia. Oh, wieder neblig. Ja, beim letzten Mal wurden wir von dem fiesen Mercer in eine Falle gelockt. Woraufhin uns Kalia gerettet hat. Beim Altschöpfer. Ein Eistroll mit Eispfeile. Ich stelle fest, die Eispfeile finde ich nicht so gut. Aber ich habe doch noch hier Blitzpfeile haben wir noch. Wie sind die denn? Also es hat schon hier eine gewisse Schaurigkeit hier so mit dem Nebel. Oh, ich liebe die Wettermod. Ich liebe sie einfach. Guck mal hier Eisgeister. Ist da. Wo haben wir was? Ah, Zombies wieder. War ja klar. War ja klar. Ich werde nicht scheitern. Ehrlich, das bringt gar nichts. Ich muss sagen, die Zombies, ne? Diese Nachterscheinung. Die sind schon krass, wenn die so in der Horde auftauchen. Ich werde nicht scheitern. Er hat sogar hier so eine Antike, so eine Nordaxt. Es tut mir leid, aber ihr habt mir keine Wahl gelassen. Hammer. Ach, Beste, was kommt? Zombies. Also, und ich habe mich schon gewundert. Was ist das für ein Bau?
Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Wieso das? Ich danke euch für... Borvir? Wer ist denn Borvir? Oder hat der Borvir sich das hier gemütlich gemacht und... Schatzkarte. Das sieht mir doch aus wie die Feldheimer Türme. Oder? Bei Weißlauf. Jut. Angeblich hier ein Geheimnis, aber... Borvir ist durch. Und Borvir ist total durchlöchert. Keine Ahnung. Das ist einfach hier so ein Bandit. Naja. Wir nutzen jetzt mal unseren neuen Schnellreisepunkt. Zack. Oben bei der Archmage. So ist der eigentlich ganz cool. Da könnte ich auch mal hier... Bücher lagern. Tiere im Kriege kann ich auch wieder ablegen. Kunst des Angelns können wir nicht loswerden. Aber ich kann noch mal reingucken, weil Skorpionfisch brauchen wir, ne? Segelflossler. Prachtkerbchen. Skorpionfisch. Habitat unterirdisch. Und ich brauche die Agonia-Angelroute. Also nicht die Dings. Alles klar. Die Ruhelosen kann ich nie ablegen. Segelflossler brauchen wir auch noch.
Ja, vom giftigen Lied haben wir, ich glaube, den kompletten Band. Wasseratmung habe ich noch nicht drauf gehabt. Gut. Immer mal wieder gut, wenn man da reinguckt. Dann nehmen wir nochmal hier den mit. Da, guck, der Garten jetzt nicht. So hat er auszusehen. Wunderbar. Wunderbar. So, und hier wollte ich noch, habe ich nämlich in der Aufnahme gesehen, als ich es hochgeladen habe. Der gehört uns ja jetzt. Zack, 18. Fehlen noch 6. Windhelm ist einer. Hier soll einer sein? Okay. Wir müssen eh noch mal hier lang. Wir müssen dann auch den Schatz da von dem Typen da aus dem... Da ist auch noch einer. Jut, 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 jut. So, aber jetzt erstmal zum End hier. Da sind bestimmt wieder irgendwelche Boetia-Wichser. Was knallt denn hier so? Ach, und ich muss zu Feralda, fällt mir gerade ein. Immer noch neblig. Teufel dir als Hochmagier. Damit hatte ich jedenfalls nicht gerechnet. Teufel dir? Ich bin Erzmagier. Hast du damit gerechnet? Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. I know, I know, I know. Und weiter geht's nicht. Schade. Aber... Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Habe ich denn überhaupt was für dich, liebe Feralda? Ich fürchte fast nein. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Muss ich jetzt machen. Tut mir leid. Feralda, was kann ich denn sonst noch über Zerstörungsmagie so lernen? Ich würde sagen, ihr habt alles gelernt, was ich euch beibringen kann. Aber...
Das bedeutet nicht, dass es nichts mehr zu lernen gibt. Aha. Was meint ihr damit? Im Laufe der Jahre habe ich so einiges gehört. Mächtige Magie, die in Vergessenheit geraten ist. Unglaubliche Zauber, die nur die erfahrensten Magier meistern können. Das ist das Einzige, das ich je gefunden habe. Ich glaube, in euren Händen ist es besser aufgehoben. Super. Zerstörungsritualzauber. Mhm. Denn wenn ihr Stufe 90 erreicht, dann bekommt ihr halt die Option, hier eine neue wo ist der Typ denn? Hier, also hier diesen Zerstörungsritualzauber. So wie wir das jetzt, glaube ich, hier für den Aniel hier mit seinen Zahnrädern machen. Aniel. Nee, bist du gar nicht. Ihr seid gar nicht so dumm, wie ihr ausseht. Ach so, hier ist das Objekt, was ihr haben wolltet. Ja, danke. Ich werde mir das Objekt gleich vornehmen. Bitteschön. Ach komm, gibt's Akademie-Angelegenheiten? Ich brauche noch ein paar Materialien. Könntet ihr mir dabei helfen? Was braucht ihr denn? Mein Vorrat an größeren Seelensteinen geht zur Neige. Noch 10 Stück und der Vorrat sollte eine Weile reichen. Ich kann keine Seelensteine für euch besorgen. Deshalb hatte ich gehofft, dass ihr mir vielleicht helfen könntet. Ne. Hör mal, ich habe selber keine Seelensteine. Dann will der von mir Seelensteine haben. Wo ist denn End hier? Wo treibt er denn in Winterwasser? Ah, komm. Irgendwas knallt hier doch immer, wenn ich hier reinkomme. Wir haben ja jetzt auch nicht eine schicke Schmiede hier. $213 ist schon ein ordentlicher Wert. Ich warte, bis ich Schmiedekunst auf 100 habe. Habt ihr gesehen, ich habe so ein paar Zwergenbarren.
Mann, 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 Mann. Entzaubern, haben wir irgendwas? Nö. Dann wollen wir mal die letzten 5 Level machen. Mann. Zwergenschwert. Blocken. Das nervt immer so bei Rüstung, ja. Da musst du mal hin und her. Erstmal den. Was ist er denn hier? Ach komm. Wen juckt's? Schleppst du dich hier doof und dämlich mit den Schildern? So, 100. Haben wir's. Jetzt darf ich ihn ja mitnehmen.
Was grummelt hier? Tolf, dir wirft einen Blick darauf. Ah, oh, fuck, die hat die Kohle nicht mehr. Egal. Obwohl, die brauche ich ja nicht mehr kaufen jetzt. Kannst du haben, kannst du haben. Kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben, kannst du haben. Komm hier, kriegst normales Ebony. Da, ein Eisenleuchter, Köhle, Kriegshammer. Hier kommt Stahl durch. Passt schon. Also gut. So, wo ist... Die Göttlichen sind euch hold, mein... Ich werde noch euch zwei Level Mysterien trainieren. Der finsteren Reiche erläutern. Bitte drum. So. Werft einen Blick drauf. Eben erst Schwert der Vernichtung. Oh, der kann aber auch bis 36. Habe ich noch einen? Krass. Da ist bei eben erst Schiefel. Also gut. So, dann lass uns mal gucken, was Entia da in Winterfeste zu tun hat. Da, was ein Nebel. Aber schön. Willkommen. Sag Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ja, ja, das gibt es. Kalle, ballerst du dir einen hier, oder was? Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Hier ist der Stab, den ihr wolltet. Sieh an. Gut. Ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt, also erfülle ich auch meinen. Hier ist der Stein, den Arniel haben wollte. Ich kann mir nicht vorstellen, was er damit anfangen will. Er ist so beschädigt, dass er keine Seele mehr aufnehmen kann. Mhm. Außerdem wurde ich von Kalia geschickt. Kalia? Ja. Dann hat sie es endlich gefunden. Habt ihr Gallos Tagebuch? Mhm.
Ein Problem? Lass mal sehen. Ah, das sieht Gallus ähnlich. Ein guter Freund, aber immer schlauer, als gut für ihn war. Tja. Er hat den ganzen Text in der Fallmeersprache geschrieben. Fallmeer? Könnt ihr das übersetzen? Nein, aber ich kenne jemanden, der es vielleicht kann. Der Hofzauberer von Markart, Kalzelmo, hat vielleicht die Unterlagen, die ihr braucht, um das zu übersetzen. Mhm. Eine kleine Warnung. Kalzelmo hütet seine Forschungen wie seinen eigenen Augapfel. Es wird nicht leicht sein, ihm die Informationen zu entlocken. Was könnt ihr mir über Gallus erzählen? Er war ein guter Freund von mir und ein überraschend gelehriger Schüler akademischer Themen. Ich war am Boden zerstört, als er getötet worden war. Dieses Risiko war bei seiner Arbeit wohl immer gegeben. Ich hätte nur nie gedacht, dass sein Glück einmal zu Ende gehen würde. Er war ein Forscher und dennoch hat er einen anderen Weg gewählt. Warum? Nun, weil das natürlich aufregender war. Er hat uns klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass er sich mehr in seinem Element fühlte, wenn er durch ein Fenster kletterte, als wenn er seine Nase in einem staubigen Buch vergrub. Mhm. Wie habt ihr ihn getroffen? Ah ja, das ist eigentlich eine recht amüsante Anekdote. Ich habe ihn tatsächlich bei dem Versuch erwischt, in mein Labor einzubrechen. Ich wollte ihn gerade dafür bestrafen, als er eine seltsam kenntnisreiche Bemerkung über meine Forschungsnotizen machte. Ich war überrascht und so ergab sich eine Unterhaltung. Wer hätte gedacht, dass sie zu einer so engen Freundschaft führen würde? Was genau ist ein Falmer? In der Zeit, bevor es Menschen gab, waren sie als Schneeelfen bekannt. Sie lebten im Sonnenlicht und bildeten eine wohlhabende Gemeinschaft. Mhm. Also waren sie mehr so wie wir? Wie die Altmeer? Ja, ich würde sagen, dass die Schneeelfen uns kulturell durchaus das Wasser reichen konnten. Warum sind sie unter die Erde gegangen? In der ersten Ära zogen die Nord gegen die Falmeer in den Krieg. Sie töteten sie zu Tausenden, um sie aus ihrer schneereichen Heimat zu vertreiben. Mhm. Die Falmeer zogen sich unter die Erdoberfläche zurück und schmiedeten ein wackeliges Bündnis mit den Zwergen, die sie schließlich verrieten. Dieser Verrat machte aus den Falmeer, was sie jetzt sind. Scheußliche, blinde Monstrositäten mit einem glühenden Hass auf alles, außer auf ihre eigene Art. Für mich klingt es eher so, als wären sie die Opfer. Ja, da habt ihr wohl recht. Vergebt mir. Ich habe mehrere enge Freunde an die Falmeer verloren und das verstellt mir ein wenig den Blick. Wenn ihr mehr über sie lernen wollt, könnt ihr gern mein Buch zu diesem Thema durchlesen. Es müsste auf meinem Tisch liegen. Mhm. Weshalb hat Gallus sein Tagebuch in der Falmersprache geführt? Davon abgesehen, dass es nur eine Handvoll Leute in Tamriel gibt, die die Sprache auch nur erkennen? Ich bin ziemlich sicher, dass er einen Raubüberfall plante, für den eine gründliche Kenntnis der Falmeersprache erforderlich war. Aha. Leider hatten wir nie die Gelegenheit, über die Einzelheiten zu sprechen. Woher hat er das Wissen, wie er sie anwenden kann? Ironischerweise habe ich ihn in dieselbe Richtung geschickt wie euch, nach Markart, zu Kalzelmo. Mhm. Ich hoffe nur, dass das, was auch immer er benutzte, um die Sprache zu erlernen, euch immer noch zur Verfügung stehen wird. Okay, gut. Kalzelmo ist so dickköpfig wie ein Maultier. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihm sprecht. Ich weiß. So. Genau, alles mal durch die Gegend treten. Ist das eine Pracht? Wunderbar. Von hier aus kann man sogar die Wortmauer da hinten sehen.
Daniel, du faule Socke. Die nächsten paar Jahrzehnte von Katastrophen verschont. Wirklich? Das wäre schön. Hier, ich habe den Seelenstein, den ihr so gesucht habt. Habt ihr? Wunderbar. Ich hatte schon befürchtet, so kurz vor dem Ziel aufgeben zu müssen. Vielen Dank dafür. Vor mir liegt noch ein großes Stück Arbeit. Wie männlich? Anja, da musst du noch weitergehen. Mögen die Göttlichen euch segnen. Wie kommt ihr mit eurem Projekt voran? Furchtbar. Es ist einfach furchtbar. Ich habe die erforderliche Wärmeübertragung drastisch unterschätzt und dadurch mein einziges funktionsfähiges Modell zerstört. Ich weiß nicht mehr weiter. Habt ihr den Extrafaktor berücksichtigt, eingeführt von Jetzt werdet doch nicht gleich herablassend. Es ist eigentlich alles ganz einfach. Geht Wehmer. Sie waren Meister der Magie. Und das auf eine Art und Weise, die wir nicht annähernd begreifen können. Ihre größte Errungenschaft war jedoch auch ihr größtes, wie soll ich sagen, Rätsel. Und was für ein Geheimnis ist das? Ihr Verschwinden natürlich. Ach so, ja. Unmittelbar klar. Und unerklärlich. Die Geschichten haben mich schon seit meiner Jugend fasziniert. Ich wollte schon immer wissen, was wirklich geschah. Nach jahrelanger Arbeit habe ich mir eine Methode erarbeitet, mit der man das Geschehene anhand von Experimenten erforschen kann. Es ist nur... Nun, es ist einfach eine Katastrophe. Das ist schiefgegangen? Ohne euch mit den Details langweilen zu wollen, ich versuche, die Umstände des Ereignisses zu rekonstruieren. Die Zwerge waren sehr klug. Sie machten sich die Kraft des Herzens von Lorkan zunutze. Da mir selbst kein Herz eines toten Gottes zur Verfügung steht, habe ich versucht, es durch einen ganz bestimmten Seelenstein zu ersetzen. Den Stein, den ihr für mich besorgt habt. Und das funktioniert nicht. Nun ja, ich meine, nein, also vielleicht, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich bin kein Architekt arkaner Mächte. Ich habe nur einige ihrer Schriften gelesen, Auszüge davon, um genau zu sein. Aha. Der Seelenstein allein reicht nicht. Er muss modifiziert und veredelt werden. Die Zwerge hatten dafür bestimmte Maschinen. Ich habe versucht, selbst eine dieser Maschinen zu bauen. Mit den Entwürfen und den Teilen, die ihr mir beschafft habt. Es sollte mein ganz eigener Zwergenkonvektor sein. Er hat zwar funktioniert, aber leider nicht ganz. Und das Gerät wurde dabei leider zerstört. Aha. Könnt ihr noch einbauen? Oh nein, nein. Ich bin zu kurz vor dem Ziel. So viel Zeit habe ich nicht. Obwohl, vielleicht gibt es da noch eine andere Option. Ich muss möglicherweise wieder eure Hilfe in Anspruch nehmen. Was soll ich tun? Nun, die Entwürfe für meinen Konvektor basieren auf tatsächlichen Zwergenmaschinen, von denen es vielleicht noch einige gibt. Ich würde ja selbst danach suchen, aber... ja, es gibt da noch Berechnungen, die dringend nachgeprüft werden müssen. Viele Berechnungen. Vielleicht könnt ihr ja für mich in den Ruinen von Himmelsrand auf die Suche nach diesen Konvektoren gehen. Ich kann euch sogar den Zauber zeigen, um sie anzuheizen. Er ist sehr spezifisch und äußerst wichtig. Was springt für mich hier raus? Nun, ich... versteht ihr denn nicht? Es geht darum, ein Rätsel zu lösen. Allein die Geschichte ist mehr wert als sämtliche Reichtümer, die ihr euch jemals vorstellen könntet. Und vielleicht... also, ich will ja nicht spekulieren, aber was wäre, wenn wir mit den Zwergen in Verbindung treten könnten? Was, wenn sie noch irgendwo da draußen sind? Stellt euch das einmal vor. Vielleicht später. Bringt mir euren Spruch bei und ich werde sehen, was ich tun kann. Wunderbar. Einfach wunderbar. Ich wusste, auf euch ist Verlass. Dieser Zauber taugt zwar nicht zur Selbstverteidigung,
eignet sich aber bestens, um den Konvektor anzuheizen. Ihr müsst das Feuer mindestens 3 Sekunden lang brennen lassen. Okay. Legt einfach den Seelenstein hinein und heizt den Konvektor an. Mindestens 3 Sekunden lang. Vermutlich werdet ihr mehrere Konvektoren finden müssen. Ich vermute, dass es an den Eigenschaften des Seelensteins liegt, der anders reagiert als die eigentlich davor vorgesehenen Kristalle. Das Gerät wird bei dem Vorgang nämlich zerstört. Es funktioniert aber trotzdem. 3-mal und der Kristall sollte für den nächsten Schritt bereit sein. Ist das nicht spannend? Bisschen. Nein, eigentlich nicht. Die Kuriere scheinen hier keine Briefe zuzustellen. Ach, das ist Pech. Gar nicht. Das bedeutet, dass ich nicht ständig nach meinen Fortschritten an der Akademie ausgefragt werde. Die quatschen ja wieder. So. Liebe Leute. Ich weiß aus dem Kopf, wo 2 stehen. Ja. Hier steht auch einer. Okay. Dann mal auf zur tiefen Volksschule. Und das ist zum Beispiel auch, das ist eine von diesen Quests, die man eben erhält. Wenn man eine gewisse Zauberstufe Level 90 erreicht hat, ne? Och, was ein herrliches Wetter. So. Und das ist hier der Konvektor. Den... Gronkh immer als Truhe missverstanden hat. Sieht zwar aus wie einer, aber steht... Das weiß ich auch nicht. Exquisiter Saphir. Ist der einzige, den ich besitze. Was kommt denn da jetzt rein? Ich habe wieder Müll im Inventar. Soul Gem into the Convector, ja. Seelensteine sind hier unten. Hab ich das wieder übersehen? Gewöhnlicher Seelenstein. Großer Seelenstein. Kleiner.
Verzerrter Seelenstein, da ist er. So, jetzt. Zuck. Fertig, Nummer 1. So, aber da sehen wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch was.